Im Rahmen der Diskussion über die Taliban hat eine Islamexpertin, wenn man dieses Wort schon hört in den deutschen Medien, da kriegt man schon Gänsehaut und muss tief durchatmen, behauptet, dass ja in der Scharia, und die Scharia, das sind übrigens die Gesetze, die Allah herabgesandt hat durch den Koran oder durch den Propheten a.s. Ja, nur mal so nebenbei. Für Leute, die sagen, sie sind gegen die Scharia und nennen sich Muslime, wenn jemand sagt, er ist gegen die Scharia, dann sagt er damit, ist er erst gegen das, was Allah herabgesandt hat und er ist gegen das, was der Prophet gesagt hat. Und damit ist er dann kein Muslim. Denn ein Muslim muss mit allem einverstanden sein, was Allah offenbart hat, was Allah befohlen hat und was der Prophet a.s. befohlen hat, denn was der Prophet a.s. befohlen hat, ist eine inspirierte Offenbarung. Allah sagt in Sure 53, وَمَا يَنْتُكَ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ لَوَحْيٌ يُوحَى. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Und man muss damit zufrieden sein, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure Nisa, es müsste Vers 60 bis 64 sein. Schaut mal, da irgendwo steht das. Ungefähr im Rahmen. Sagt er, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Aber nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher glauben, bis sie dich zum Richter machen in dem, was unter ihnen strittig ist. Und dann keinen Groll in ihrem Herzen bezüglich dem finden, was du geordnet hast, wo Yusallimu taslim und sich völlig ergeben. Das heißt, wenn jemand sagt, Allah hat dies befohlen und jenes befohlen, nö, das ist aber schlecht, ich bin dagegen, dann ist er gegen Allah. Und wer gegen Allah ist, hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht. Das erstmal am Anfang. So, auf jeden Fall hat sie behauptet, dass eine Frau, die vergewaltigt wird, in der Scharia bestraft wird. Und dies ist eine pure Lüge. Pure Lüge. Pure Hetze. Denn der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, den findet man unter anderem in den Fiqh-Hadithen von Nawawi: Inna Allah tajawwaza li an ummati al-khata wan-nisyan wa ma istukri alayh. Allah hat für mich diese Umma vergeben, wozu sie gezwungen werden, der unbeabsichtigte Fehler und was sie vergessen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Sure 16, An-Nahl, sagt er, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman. Wer Kufr begeht, nachdem er Iman hatte, nachdem er Glauben hatte, also wer Unglaube begeht, nachdem er Iman hatte, außer wer gezwungen ist, und sein Herz findet dabei, und sein Herz findet Ruhe im Iman. Das heißt, er sagt zum Beispiel ein Wort des Kuffers, er macht eine Tat des Kuffers, wobei es hier unterschiedliche Meinungen gibt, aber im inneren Herzen verabscheut er dieses Wort und er macht das nur und sagt, also er weiß im Inneren, ich bin Gläubiger, und er sagt das nur, weil man ihm zum Beispiel die Pistole an den Kopf gehalten, etc. Wie gesagt, eine Frau wird nicht bestraft in der Scharia mit der Bestrafung für Zani oder Zania, mit der Bestrafung eines Unzüchtigen, wenn sie vergewaltigt wurde. Das ist eine Sache, die ganz klar und deutlich ist. So. Tschüss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.